Hallo und willkommen zum vierten Teil meines Let's Plays von The Excavation of Hobbs Barrow, einem Horror-Point-and-Click-Adventure von Cloak & Dagger Games, herausgegeben von Wadget Eye. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung und in der Abspielleiste. Wir spielen das Spiel auf Englisch mit Untertiteln. Ich freue mich auf eure Fragen und Hinweise in den Kommentaren und wünsche gruselige Unterhaltung. Genau. Und damit willkommen zurück zu einer Folge von The Excavation of Hobbs Barrow, einem Point-and-Click-Adventure, das wir hier schon zweimal gespielt haben, das um diese Dame sich dreht, die wir hier in diesem Titelbild auch sehen. Eine Dame, die offensichtlich sich mit Gräbern beschäftigt und ein interessantes Grab hat vorgeschlagen bekommen, das in einer abgelegenen englischen Ortschaft sich wohlbefinden soll. Wir haben es noch nicht gefunden. Aber wir wurden eingeladen von jemandem, der uns das zeigen wollte und meinte, das passt für unser Buch. Wir schreiben ein Buch, eine wissenschaftliche Abhandlung offenbar über dieses Grab oder über Gräber. Und dieses spezifische Grab wäre da wohl geeignet. Und ja, wir kommen in dieses Dorf und derjenige, der uns eingeladen hat, ist erstmal nicht aufzufinden. Also schon das erste Rätsel, mit dem wir uns seit mehreren Folgen jetzt rumgeschlagen haben. Wir haben sogar das Haus schon der Person gefunden. Aber wir hatten noch keine Begegnung. Außerdem sollten uns Dinge zugestellt werden. Dinge und ein Gehilfe, ein Mitarbeiter, wie auch immer, sollte eigentlich am Bahnhof ankommen. Es ist aber dann letzten Endes nur ein Koffer angekommen, nicht der Mitarbeiter, und der Koffer wurde auch noch von der Post beschlagnahmt, und ich glaube, wir waren jetzt noch auf dem Weg zu versuchen herauszubekommen, wie wir jetzt an den Koffer kommen. Genau, und ich glaube, das ist so der Stand, mit dem wir uns hier beschäftigen. Und ja, dann gucken wir mal weiter, wie das hier passiert, ob wir einen Schritt weiter kommen oder nicht. Soweit ich weiß, gibt es hier auch kein Hilfesystem. Hello. Und das Spiel ist, das kann ich ja noch sagen an dieser Stelle, ein englisches Spiel mit englischen Untertiteln. I really must find Hobbs Barrow. What did I tell you last time? Not to be found digging around in those things. Goodbye. Ta-ra. Ja, also es ist sehr rätselhaft, was hier passiert. Wir hatten Begegnungen mit Leuten, die uns die gesagt haben, dieses Hobbs Barrow, also dieses Grab, das gäbe es gar nicht. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, das gibt es schon, aber man sollte da nicht drüber reden. Also irgendwas Schlimmes muss da passiert sein, oder es gibt einen mythologischen Hintergrund, der uns aber noch nicht hier im Detail mitgeteilt worden ist. Was haben wir denn noch? Haben wir hier irgendwie Wubini-Wub? Genau, wir haben hier ein bisschen was an fröhlichen Gegenständen schon gesammelt. Wir haben unseren Zimmerschlüssel, wir haben Briefe, wir haben eine Schachtel Streichhölzer und einen Handschuh. Ist das alles, was wir haben? Ja, offensichtlich schon. Wir spielen das Spiel übrigens hier auf einem Mac. Das ist nur insofern beachtlich oder wichtig, weil es gibt ja nicht so viele Spiele, die auch auf einem Mac laufen, und das gehört dazu. Und es gibt mit der neuen Version des macOS einen Spielmodus. Das heißt, also es sollte so sein, dass hier die Last des Computers gleichmäßig aufgeteilt wird zwischen der Darstellung dieses Spiels, das ja jetzt nicht grafisch sehr anspruchsvoll ist, und dem Stream, was dazu führen sollte, dass wir hier ganz flüssige 60 Frames produzieren. Wenn das nicht der Fall sein sollte, würde mich das wundern. Okay, ja, wir waren schon hier hinten in dieser Kirche. Wir haben auch schon mit der Dame hier und ihren Kindern gesprochen. Wir haben ein Eimer, der viele Löcher hat. Und wir haben hier diesen Mr. Crozier, einen örtlichen Schmied. Good day. Yes.
Und mit dem wir schon über andere Dinge gesprochen haben, offensichtlich können wir mit den Leuten immer mal wieder über dieses Hobbs Barrow wiederholt sprechen. Are you sure you don't know where Hobbs Barrow is? Sorry, lass. Thanks for your time. Hi. Speak to you later. Und wie man eben hier sieht, ist es offensichtlich so, dass die Leute nicht wissen oder nicht sagen wollen, wo der besagte Ort sich befindet. Jetzt muss ich nochmal überlegen. Ich glaube, genau, es gibt die Leertaste, mit der können wir uns hier Dinge anzeigen lassen. Das ist hilfreich, wenn man nicht weiß, wo man hinklicken soll. Excuse me, do you think anyone would mind if I borrowed this trowel? You help yourself, dear. Father Roach won't mind lending it. Just be sure to put it back when you're finished. Of course, thank you. It is more blessed to give than to receive. Ja. Gut, jetzt haben wir also auch noch einen Gegenstand, nämlich eine Schaufel. Genau, diese Plaketten haben wir schon gelesen. Exit wissen wir, wo der hinführt, weil wir waren schon auf der rechten Seite. Wir können wir einen Blick auf die Karte werfen. Das ist schön. Also wir haben einige Orte schon entdeckt. Wir haben einen Bahnhof entdeckt, an dem wir angekommen sind. Wir sind jetzt gerade über den Stadtplatz gelaufen. Wir sind hier an der Kirche gewesen. Es gibt Wald links von der Kirche. Es gibt das Devil's Toe rechts von der Kirche und es gibt Mr. Shoulders Cottage. Das ist der Typ, der uns hier eingeladen hat. Und dann gibt es offensichtlich noch mindestens 4 weitere Orte, die wir noch nicht entdeckt haben. Mr. Shoulder war nicht in seinem Cottage. Was auch schade ist, weil man dann annehmen könnte, wenn wir ihn schon aufsuchen und er uns auch noch einlädt, dass das irgendwie hilft. Ja, wir können hier nicht weiterlaufen. Oh doch, stimmt, wir waren ja auch schon. Das sind ein paar Kinder mit Puppen. Und das ist hier ein Fossil. Und die Kinder haben uns sehr abgeraten davon, an diesem Fossil irgendwie rumzuspielen, weil das offenbar auch hier eine gewisse Art von mythologischem Hintergrund hat. Hier ist der Bach. The water is icy cold. The delicate flowers smell rather sweet. Sweet little flowers. Okay. Die können wir aber offenbar nicht nehmen. Können wir sie ausbuddeln? No, that won't work. Okay. I can't see how that will help me. Okay. Fine. Okay. Also man würde uns hier nicht an dieses Fossil lassen. Ich weiß auch nicht, wozu ich das bräuchte, aber es hätte sich ja jetzt im Sinne eines Computerspiels durchaus angeboten, dass wir da rangehen. Ne? Ist aber wohl nicht gewünscht. Dann ist hier noch links weiter ein Wald, wie gesagt. In dem Wald haben wir den Pater getroffen, der hier von uns erstmal gesundheitlich versorgt werden musste. Und okay, hier geht's noch weiter. Das ist hier ein Wald mit Eichhörnchen. Wenn wir gucken, ob hier irgendwas ist, es ist ein Loch und 2 Ausgänge. I have no desire to go rooting about in there. Okay. Dann gehen wir einfach den Weg weiter und dann kommen wir wahrscheinlich wieder zurück. I shall see you later this evening, gents. Well, I say. Greetings, my dear. Hello, sir. A pause on your beauty, for I shall see you again soon. Wait. Hmm. Some nerve. Lady, you're blushing. I most certainly am not. Sorry, lass. No way through here today. If you say so. I do. I'm sorry, but it's not safe to walk through here while we're working. By order of Lord Panswick. My name is Thomasina Bateman. Oh, aye. You're not from round here, Thomasina Bateman.
No, just visiting. What is your name, sir? Horace. Are you in charge here? I am indeed. Tell me, who was that arrogant man here just now? Just someone passing by. It sounded like you knew him better than that. I don't mean to be disrespectful, but that's none of your business. Eigentümlich. What are you doing here? What does it look like I'm doing? We're chopping down trees. There is no need to be sarcastic. We're employed by Lord Panswick. He's ordered us to gather logs from his woods. That's what we're doing. These are his woods? Aye, his lordship owns most of the land round Beaulieu. Who is Lord Panswick? Our governor. He's the governor of the whole town. All right, Owen, back to work now. He lives in Beaulieu? Aye, not far away. But his lordship doesn't like questions or visitors. Now please leave us to our work. Do you know a man named Leonard Shoulder? No, I don't. Can you let me get back to my work now? Alle sehr unfreundlich, muss man. Also nicht alle. Es waren nicht alle sehr unfreundlich. Einige waren schon auch einigermaßen freundlich. Aber man hat schon das Gefühl, es gibt einen erschreckend hohen Anteil von Menschen, die nicht sehr freundlich sind. Und das irritiert einen ja doch. Da kann ja niemand was dafür. Why are you gathering logs for Lord Panswick? By heck, you ask a lot of questions. If you must know, his lordship is repairing an old ruin on his land. We need the timber for the restoration work. How intriguing. What type of ruin is Lord Panswick restoring? An old chapel. I should rather like to see it. Not possible. His lordship does not welcome visitors to his estate. Do you know where I can find a place called Hobbs Barrow? Never heard of it. Thanks for your time. We'll be done by tomorrow morning. Come back then if you want to explore the woods. Okay. Also wieder sind wir abgehalten davon, alle Möglichkeiten der Exploration auszuschöpfen. Aus irgendeinem Grund möchte man uns nicht hier... Also was heißt aus irgendeinem Grund? Nee, eigentlich ist es albern. Sie könnten ja uns genauso einmal vorbeigehen lassen. Wir wollen ja nicht neben den Bäumen warten, während sie abgeschnitten werden. Aber gut. Man lässt uns hier nicht lang. Und das ist natürlich... No doubt home to many a woodland creature. Gut, also kommen wir hier auch nicht weiter. Es ist sehr irritierend. Das ist übrigens Cyril, mit dem haben wir auch schon gesprochen. Der ist ein kein großer Freund des Bahnhofs. Cyril is no doubt keeping watch on any potential new arrivals from the railway station. Good day to you, Cyril. I'll do, lass. What do you make of Henry Long? An idiot who thinks that station's a good idea. Can you imagine? Strangers pouring into Beaulieu. Turns the stomach, that does. Maybe he has a point. You could travel. Bah! You're an outsider. I'd expect you to have such a bad opinion. But Henry, he's a Beaulieu lad. We've had the odd barney or two in the pub over it all. I can imagine. Can I buy you a drink, Cyril? Now? Yes. Go on then, lass. Follow me. So then, he turns around and says, why is a dog like a tree? And I says, I don't know. And he says, because they both lose their bark once they're dead. Very droll, Cyril. Well, it's been a pleasure, but I must be off. Aye, lass. Ta for the drink. You're not too bad for an outsider. So, ich glaube, jetzt könnten wir tatsächlich den Herrn Long hier auch noch herlotsen, damit wir an unser Ast Dingsbums kommen. Hey? Hello. Good day. Can I buy you another drink? I suppose one more ale won't hurt. I shall take you up on... Let us make our way. Da habe ich geklickt, das wollte ich kommen. To think, if that station hadn't been built, we would never have met.
Blessed be the Midland Railway. Idiot! Yep. That station is the worst decision this village has ever made! Cyril Farnaby. A miserable man with miserable ideas. I will change your mind even if it kills me. Sehr gut. Da haben wir doch jetzt wenigstens was erreicht. Hat nämlich hier aufgepasst, dass wir nicht in diese Tür reingehen können. Locked, as expected. I need to get inside without attracting too much attention. Royal Mail, Postmaster's Residence. This must be the local post office. Haben wir denn für Möglichkeiten? Tür, Tür, Plakette, Fenster. Wir können durch das Fenster gucken, wir haben auch schon gesehen. Da ist unsere Lieferung drin. Jetzt ist nur noch die Frage. Ah. That's a peculiar idea. Is it? I don't think battering the door down is the... I don't wish to draw... Das wird ja nun auch nicht gehen. This key doesn't fit here. Das habe ich befürchtet. Also brauchen wir noch irgendeinen Gegenstand. Das ist... Also wäre es natürlich... Henry Long can talk, can't he? He's a colourful character. The man drinks like a fish. He certainly does. I've seen him drink this place dry and still be up to tend his garden at sunrise. The man can truly hold his ale. What can you tell me about Lord Panswick? A most charming man, Miss Bateman. He looks after us here, a good fellow. Where does he live? Panswick Manor, on the moors. No visitors allowed. His lordship likes his privacy. Goodbye. See you soon. Ja, die Frage ist, was müssen wir jetzt machen? Von wem können wir erwarten, dass wir einen Schlüssel bekommen? I'll leave Cyril and Henry to their grand debate. Okay. I must say, last night has rather put me off. Okay. Wir können auch nicht auf die Toilette gehen. So können wir wohl nicht annehmen, dass wir hier von jemandem was zu erwarten haben. The window box is well out of reach. The cross denotes this as the site of a market, or perhaps a site of traditional religious significance. Quite an ornate construction. This was created with pride and care. Good day. Hello, miss. What do you know about Lord Panswick? Not a lot. I know he's in charge around here. Does he come to the village often? Not really. He has a manor out on the moors. Have you ever been there? Heavens, no. Villagers aren't allowed there. Why not? Dunno. It's just the way it is. Goodbye. Bye, miss. Hello? Yes? My name is Thomasina. What's yours? Douglas. It's a pleasure to meet you, Douglas. That's a great sword technique you have. Thanks, miss. Mr. Crozier's gonna make me a real one when I turn 12. I'm preparing myself to fight the Lambton Worm. What is the Lambton Worm?
It's gonna come back and get us all. John Lantern thought he killed it at the River Wear, but my father told me it still lives. We must all be prepared. The Lantern Worm isn't real, Douglas. Father just told you that to get you out of his hair. Not true. I saw it slithering out by the beck, like a giant eel it were. I ran home so fast I thought I would fly. Sorry, miss. My brother has a vivid imagination. Children often do at his age. I'll keep training. You will all thank me when I thrust my sword deep into its fat belly. Douglas, this lady doesn't want to hear your nonsense. Mr. Crozier shouldn't be promising such things. Don't you think 12 years of age is a little young for a real sword? I'll be a master swordsman by then. Do you like living in Bewley? Yeah, I do. Are you from the city? I'm from a long way away. You must have come on the train. I love watching all the steam puff up into the sky. Have you been on the train yourself? No, miss. Our parents don't have the money for train tickets. Father says we have all we need here in Bewley. Perhaps this nice lady would like to take you away with her on the train. No, I need to stay and protect Bewley from the Lantern Worm. Do you know a man called Leonard Shoulder? That's a funny name. What do you know about Lord Panswick? He gave me some sweets once. My friend says that Lord Panswick has special trees at his manor that grow sweets on their branches. You think that's true, miss? I think that's very unlikely. Me too. Goodbye. Goodbye, miss. Okay. A warehouse. Wir gucken noch mal durchs Fenster. Ich meine, dass wir da oben nicht hinkommen, ist ja auch relativ klar. Aber wir können hier auch gar nichts machen. Wir können nur durchsehen. Und das ist es irgendwie. Ja. I can't see how that will help me. Hey. Hätte ja gedacht, man kann vielleicht ein Blatt Papier unten durchschieben und dann fällt der Schlüssel darunter. Also ein Klassiker aus dem Agenten-Genre. Aber offensichtlich nicht. Das ist keine Option. Wir können ja mal auf die To-Do-Liste gucken, wo hier alles Mögliche draufsteht. Locate Hopsparrow. Find a way into the Postmaster's storeroom. My crate is inside. How can I get in there without attracting too much attention? Yes. A good question. Kann ich auf diesem Fragezeichen? Ah ja, okay. Da sagt er mir, wozu dieser Bildschirm da ist. Das weiß ich ja nicht. A warehouse. Eigentlich unrichtig. Ich gucke mir die Tür an und die sagt mir, wozu die Tür gehört. Das ist ja nicht, das ist ja keine Beobachtung der Tür. Wenn Beobachtung der Tür wäre, ist die kaputt zu machen oder zerbrechlich. The door is still locked. He's currently debating the merits of the railway station at the inn. Auch das hätte ich jetzt nicht als Antwort auf die Möglichkeit. Stellt sich also die Frage, was müssen wir tun? Kriegen wir einen Dietrich, zum Beispiel von einem Lantern Fossil. Alas, it is not mine to take. A fantastic specimen. Broom. I didn't come to Bewley to sweep their streets. A simple broom. I have one just like this. I have one just like this. Okay. The blacksmith is right here. I've no need to go inside. Good day. Yes. I noticed your spectacular fossil specimen. Oh, I collect them. This one is called an... Ammonite. I'm impressed, lass. From the Jurassic period, I'd venture. Do you collect them too, then?
My true interests lie in comparatively modern history. Oh, aye. Well, I do love a fossil. It's important to remember that we all end up in the soil eventually. Quite. What can you tell me of Lord Panswick? His lordship commands much respect around here, lass. Keeps me busy with work. Why do you ask? Just curious. Thanks for your time. Aye. Speak to you later. Ja, wir haben ein Card. Wir haben all die Dinge, die wir dann nicht benutzen können. Perhaps this belongs to a merchant. This must belong to someone. I should leave it alone. Okay. The bucket has seen better days. Also das Einzige, was hier so ist, and full of holes. Das Einzige, was hier so ist, ist nicht aufzunehmen. Wir haben immer noch kein Geld. Kette, Blumen, Pews, was auch immer Box Pews heißt, Window, Altar. Those have seen better days. Hm? I can admire the craftsmanship from afar. I've no time for such things. This must be where the local vicar sacrifices the newborns. The pews are contained within compartments that can be locked. I've seen a similar design in other Norman churches around England, but this is a particularly impressive example. It's locked. This leads to the church tower, I presume. Den wir offensichtlich aber auch nicht verwenden können. Oder erreichen. Hier gibt es auch wirklich nur die Ausgänge. Wenn ja noch mal gucken, ob bei den Arbeitern irgendwelche Werkzeuge sind. Wäre natürlich hilfreich. Aber es ist nicht der Fall. I can't think of anything else to talk about right now. Peculiar name, the Devil's Toe. I can't quite see the resemblance myself. The Devil's Toe, a local landmark. A carved stone has been affixed to the door. I think it depicts a crescent moon. A carved stone has been affixed to the door. I think it depicts a crescent moon. Man hat nur zwei It's Möglichkeiten. It's bolted onto the door itself. I can't remove it. Ah, okay. Man hat nur zwei Möglichkeiten, hier Aktionen durchzuführen. Man kann die linke Maustaste drücken, dann ist es in der Regel eine Aktion. Oder die rechte Maustaste, dann ist es in der Regel eine Untersuchung des jeweiligen Gegenstandes. No sign of any movement. Mr. Shoulder has stacked blocks of wood neatly beneath this small lean-to. I've no desire to lug a block of wood about the countryside. Ja, wir waren hier auch schon. He looks much too unruly to be picked up. A fearsome-looking beast. A sweet little hen, plump and well-groomed. Sweet little thing, aren't you? You're a sweet little thing, aren't you? Hmm.
gut, jetzt hatten wir jede dieser Hühner mal in der Hand. Und es hat ein Achievement gegeben. Aber wir haben nichts gesammelt oder so. Mr. Shoulder must have dropped the matching glove. What was he doing in the alley? It was rather rude of him not to come inside and see me. The trousers feel damp. Freshly hung or still wet from last night's rain. A woolen undergarment. Slightly damp. Mr. Shoulder must have dropped the matching glove last night. What was he doing in the alley? Rather rude of him not to come inside and see me. Ja. Ja, wir hatten nämlich eine eigenartige Begegnung am ersten Abend, als wir da waren. Und da kann es also sein, dass Mr. Shoulder doch schon da war. Aber er hat uns nicht getroffen und er hat uns auch nicht Nachricht hinterlassen oder irgendwas in der Art und Weise. Das ist schon auch ein bisschen unhöflich. Okay, wir waren hier, wir waren hier, wir waren hier. Wir könnten nochmal hier hin. Da sehen wir auch überschaubar viele Möglichkeiten. What can you tell me about Lord Panswick? Oh, you've heard of his lordship, then? Yes, do you know him? Aye, he comes into the village from time to time, gives sweets to the children, hires young men to work his land. He's well-liked around here. I sense some hesitation, Mr. Tillett. Well, we kind of have an unspoken agreement with his lordship. He looks after us, provided we leave him alone. I don't follow. He likes his privacy. Some people do. No one is allowed to visit him. Do you mean to say that he's a bit eccentric? No. I've heard people got fired at when approaching his manor uninvited. Good grief! But is this true? Well, I won't be the one to find out. Farewell for now. Ta-ra! Mr. Tillett is right there. A door of fine construction. Ja. Ja. The tracks look quite untarnished. I don't think many trains come through here. My mother always told me not to walk on railway tracks. Und das ist auch grundsätzlich vernünftig. Aber natürlich für ein Adventure-Spiel eine sehr unnötige Einschränkung. Es kommt ja sowieso kein Zug. I could tether a horse here if I had one. Wir haben ja Fenster, 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 eine Tür und barrels. I suspect the barrels are empty. Otherwise the locals would be rolling them into their cellars. The post has been embellished with a fine bronze bust of a horse. I could tether a horse here if I had one. No, that won't achieve anything useful. No, that won't achieve anything useful. I'd rather not go into those horrible toilets again. Good day. What do you know about Lord Panswick? I heard he owns the whole county. Have you met him? No, he lives out on the moor somewhere. But everyone does what he tells them to. Why is that? Because he has a lot of money. Das ist ein gutes Argument. Have you heard of a place called Hobbs Barrow? No. Goodbye. Gut, kurze Konversation. Da ist eine Tür, da sind zwei Wege. Ist da jemand? Nobody home. Apparently not. I don't think we can walk farther to the right, but I think we already tried to do it. The road disappears over the horizon. I see nothing but moorland. Das ist nicht hilfreich, möchte ich sagen.
This young fellow looks miserable. I can't think of anything else to talk about right now. I don't wish to give that away. I don't wish to give that away. Ich habe das Gefühl, unser Handlungsspielraum ist doch sehr eng. A decorative plate depicting a goat. Man kann auch leider nicht Fenster öffnen. Denn dann hätte man ja eventuell die Möglichkeit, an die Blumen dran zu kommen, die am Fenster sind. The candle has melted. It's not much use anymore. The candle has melted. It's not much use anymore. That candle didn't last long. The candle has melted. It's not much use anymore. Sie hat vorhin noch was anderes gesagt, ne? Und ich habe weggeklickt. I don't wish to carry the bowl around with me. Das war ein Fehler. Okay, also können wir hier auch nichts weiter gewinnen oder mitnehmen oder. Stanley is yet to set the fire for today. I've no use for ashes. Goodbye. See you soon. I can't remove the plaque. A small plaque beside the door reads Vicarage. I don't think anyone is home. Ja, das ist alles sehr ungünstig. Wir können niemanden fragen, der uns da die Tür aufmacht. Oder ich wüsste zumindest nicht, wer es könnte sein. Könnte. Ja, ganz offensichtlich. Niemand hier und wir kommen nicht durch dieses Fenster, was wir auch nicht anklicken können. Wir können hier hinten rauslaufen. Ach nee, können wir nicht. Wir können hier auch noch rechts. Aber auch nicht. Also wir haben einen sehr eingeschränkt. Royal Mail. Postmaster's residence. This must be the local post office. Royal Mail, Postmaster's residence. This must be the local post office. Kann man aber auch nicht mitnehmen, die Plakette. Oder doch? No, that won't achieve anything useful. Und wie ist es, wenn ich einen Handschuh verwende? No, that won't achieve anything useful. Ja, das war auch nicht halt. Also offensichtlich war es ja wichtig, dass wir ihn hier wegkriegen. Von daher müssen wir ja auch irgendwas machen können. Aber was? Warum ist diese Tür zugänglich? This house looks pleasant. He's currently debating the merits of the railway station at the inn. Ja, das könnte ja jetzt ein Hinweis oder eine Möglichkeit sein, für uns in sein Haus zu gehen, um dann in Röhm reinzukommen. Ich weiß ja nicht, ob es eine Verbindung gibt zwischen diesen beiden. That's a peculiar idea. Oh. Würde ich sofort unterschreiben. Aber ich brauche ja offensichtlich irgendeine Form von Schlüssel, um diese Tür zu öffnen. Das irritiert mich schon, muss ich sagen. Mrs. De Plancy is a kind, God-fearing woman. Hello. Good day.
Father Roach asked me not to discuss that with Mrs. De Plancy. What do you know about Lord Panswick? Wretched man. They say he is restoring a chapel near his manor. But for whom and to what god, I ask? Is he a man of faith? I've barely seen him set foot in St. Edmund's. It doesn't stop him from acting as our god-given ruler. Stay away from him, pet. Don't get yourself tangled up in local affairs. I certainly don't intend to. Are you sure you don't know where Hobbs Barrow is? Hobbs what? Never mind. Why did you call Lord Panswick wretched? He hides in that manor of his and cares not for his people. I've heard stories whispered in the pews, you know. What kind of stories? That he shoots people on sight. Anyone that strays onto Panswick Manor. Good grief! Yet he will walk into the plough and furrow and bar ale for all and be hailed as our protector. I answer. Forgive me, pet. I shouldn't get so worked up. Not at all. I appreciate your honesty, Mrs. De Plancy. Thank you for your time. Lord be with you. Ja. I have nothing else to ask for the time being. Okay, also das war unsere einzige Chance, sie auf die Gesundheitssituation des Pfarrers anzusprechen, den wir ja behandeln mussten. Er hat uns in der Tat gebeten, nicht darüber zu sprechen, und jetzt haben wir in der Tat offensichtlich entschieden, nicht darüber zu sprechen. Das ist natürlich, oder es ist nicht anzunehmen, dass es ein wichtiger Teil des Rätsels ist, was uns den Zugang zu unseren Sachen ermöglicht. There's nothing else I wish to discuss at the moment. Ja, also ich würde sagen, wir sind da wirklich am Ende unserer Möglichkeiten angekommen. Wir haben hier alle Gegenstände, die irgendwie rumstehen oder verfügbar sind, angeklickt. I can't take the sign, nor do I want to. The sign is in a shabby state, but the shop appears to be a cobbler's. Können wir da rein? No one here. Apparently not. I don't think anyone is home. The door has been boarded up. The building looks like a ruin. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Da waren wir schon. Och, ich bin ein bisschen am Ende meiner Möglichkeiten. Wie gesagt, es ist ja relativ klar, was unser Ziel ist. Mir ist allerdings vollkommen unklar. Hello. What can you tell me about Lord Panswick? Not to say, except don't be sniffing around his lordship's manor. You'll end up with a round of shot in you. I beg your pardon? You heard me. Just mind your own business around here. Goodbye. Ta-ra. He looks like a rather shady character. These flowers look pretty. Someone must take good care of them. A fine exemplar of inebriation. I'll leave Cyril and Henry to their grand debate. These two are as stubborn as each other. I don't wish to give that away. I probably shouldn't part with this. Also können da auch offensichtlich jemanden drüber sprechen. Okay, also die beiden reden jetzt miteinander und wir können die ja nicht mehr ansprechen. Das ist ja irgendwie hilfreich,
zu wissen, dass da können wir nichts kaputt machen. Pulling the bell would be quite unbecoming of me. I've decided to find Hobbs Barrow without Mr. Shoulder's aid. Are you sure that's a wise idea, lass? What other choice do I have? I have a feeling he is avoiding me. Do you know where I can find the barrow? No, sorry. I say that on my mother's grave, Miss Bateman. Goodbye. See you soon. It's Mr. Stanley Kemp, the proprietor of the Plough and Furrow. He has the serious and worn-out facial expression of a man who deals with drunkards on a nightly basis. Ja, also auch mit den Leuten haben wir ja gesprochen. Ja, natürlich hier Douglas nochmal ansprechen. Hello? Yes? Mit der letzten I'm looking for Hobbs Barrow. Do you know where it is? What's that? A local burial mound. Our parents don't let us wander far from the village. What's a burial mound? Don't you mind about that, Douglas. Goodbye. Goodbye, miss. Good day. Hello, miss. Are you sure you know nothing of Hobbs Barrow? I really must find it. I'm sure. Goodbye. Bye, miss. Ja. Schwieriglich, schwieriglich. Also wir sind ja auch schon durchgegangen und es war ein Tier oben, glaube ich, auf den Enden zu sehen. Das ist jetzt nicht der Fall. Möglicherweise gibt es Dinge, die hier zufällig auftauchen. Was aber offensichtlich, auch nicht immer auftaucht. Hier war immer jetzt, als wir hier durchgelaufen sind, ein Eichhörnchen. I've no desire to go rooting about in there. No doubt home to many a woodland creature. Ja, naja, das ist ja auch gut, aber... I can't see how that will help me. Es ist nicht sehr hilfreich. Natürlich weißt du nicht, wie das hilft, aber wir haben ja nun mal nicht so viele Möglichkeiten. No, that won't achieve anything useful. I'll let him get on with his work. I'll let him get on with his work. There's nothing else I wish to discuss at the moment. Ja, wir sind keine Gegenstände. Nichts, was wir aufhalten können. Lass, as I told you, there's no way down the path today. Und sie lassen uns. Ja. Ja, es ist schwierig. Es ist nicht so, dass wir gar nichts erreicht hätten, aber wir kommen offensichtlich nicht so richtig dahin, wo wir hin müssen. Der Blick auf die Uhr zeigt aber, dass wir unsere 45 Minuten für die Folge voll haben. Insofern machen wir hier ein kleines Päuschen im Stream und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von The Excavation of Hobbs Barrow. Hoffentlich kriege ich noch irgendwie was raus, wie wir jetzt an unsere Sachen kommen. Das ist ja wirklich verflixt und zugenäht. Also, bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Meine ganzen Let's Plays gibt's auch als Playlisten auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!